Beide stecken alles weg. Und versöhnlicher Faustkontakt zu Beginn der 11. Runde. So, schon wieder ist der Mundschutz draußen. Panamese, der Ringrichter, sprach Spanisch mit beiden. Bietet sich natürlich an bei einem Argentinier und einem Spanier. Was natürlich dazu geführt hat, dass zu viel geredet wurde. Eigentlich soll sich ja ein Ringrichter mehr konzentrieren auf ein paar in Englisch gesprochene Kommandos. Erzählt ein bisschen sehr viel für meinen Geschmack. Und auch vielleicht leichter Punktvorsprung für Castillejo in dieser Phase. Und deshalb setzte der Argentinier irgendwie plötzlich alles auf eine Karte. Den Mut der Verzweiflung. Er weiß selber, wie eng der Kampf ist. Dass der Weltmeister ja als Titelverteidiger immer so ein bisschen den Bonus des Gürtels hat. Und dass man als Herausforderer immer ein bisschen mehr machen muss. Und das spürte er jetzt, dass er mehr machen müsste, um diesen Kampf vielleicht doch noch aus dem Feuer zu reißen. Und er stürmte vorwärts. Und er traf. Castillejo steckt auch das alles weg. Versucht hier. Das sieht so ähnlich aus wie damals, kurz vor der Entscheidung gegen Felix Sturm, als er den Weltmeister auch so festnagelte an den Ringseilen. Aber die Beine von Carrera immer noch schnell. Kommt heraus aus der Bedrängnis und merkt plötzlich, Achtung, du hast ja eine Chance. Schlaghagel, Schlagfeuerwerk, alles, die linke, die rechte, alles schlägt ein am Kopf von Castillejo. Der ist verteidigungsunfähig. 10, 15, 20 Schläge und dann ist die Überraschung perfekt, die Sensation. Der Ringrichter geht dazwischen und sehen Sie, das ist der Trainer von Castillejo. Das ist Ricardo López Sánchez, der ist damit überhaupt nicht einverstanden. Der geht plötzlich los auf den Ringrichter. Sein Boxer geht dazwischen, schützt den Ringrichter. Da sind dann plötzlich auch Sicherheitsleute im Ring und wir sehen noch einmal, wie der Schlaghagel hier einschlägt bei Castillejo. So ein bisschen ähnlich wie damals seine Fäuste am Kopf von Felix Sturm. Und da gibt es einfach kein Entrinnen und der Argentinier weiß, das ist es. Wenn du so weitermachst, dann hast du es. Und er hat es in diesem Moment, als Perez dazwischen geht und er damit WBA-Weltmeister wird durch technischen K.O. in der 11. Runde. Sieger durch technischen K.O. in der 11. Runde nach 1 Minute 52 Sekunden. Und damit neuer WBA-Weltmeister im Mittelgewicht aus Argentinien, Mariano Carrera. Und dieser Carrera wird nun vermutlich zu Beginn des nächsten Jahres der nächste Gegner von Felix Sturm. Er wird seine erste Titelverteidigung gegen den Deutschen absolvieren müssen. Und dieser hier, der Ex-Weltmeister nunmehr, Javier Castillejo, der wird eines Tages auch noch mal die Chance bekommen, gegen Felix Sturm zu boxen. Denn er möchte unbedingt die Scharte der Niederlage auswetzen. Aber dieser Boxer hier, Carrera, ist der neue Weltmeister. Und mit diesem strahlenden Gesicht geben wir zu Rudi Czernet.